Leute, herzlich willkommen hier zurück auf meinem Zweitkanal. Ich hoffe, ihr hattet wie immer einen super coolen Tag. Heute gibt es eine neue Folge hier. Heute steht wieder extra... Hey, was ist denn das, Digga? Hä? Yo, Bro, der will einfach... Ey, nee, du machst nicht. Das ist keine gute Idee, Bro. Tu mir den Gefallen, geh da runter. Bro, was guckst du mich denn jetzt so an, Bro? Nein, spring nicht, mach's nicht, Bro. Spring nicht da runter, glaub mir, das willst du nicht. Hör auf, mach's nicht. Tu es nicht, Bruder, was tust du da? Bist du lebensmüde, Bruder, tu es nicht. Tu's nicht, Bro, tu's nicht. War alles geplant, Leute. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne diesen Kanal, falls ihr neu seid. Und ansonsten schreibt immer gerne Tipps und Tricks fürs nächste Video in die Kommentare. Und ja, heute steht wieder extrem viel an hier auf unserer Insel. Denn bevor ich anfange, wie immer, wird hier ein komplett random Water Emergy gemacht. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Was ein krasser Water. Spaß. Ihr seht schon, ich habe mal wieder ein bisschen XP gefarmt, während ich keine Aufnahme gemacht habe. Einfach aus dem Grund, da mal wieder viel ansteht und es sonst zu lange dauern würde. Und wir ein bisschen XP brauchen auf jeden Fall. Aber XP ist ja nicht der Hauptgrund und das Hauptthema heute wird viel krasseres hier gemacht. Denn als allererstes schauen wir uns wieder immer erstmal unseren To-Do-Baum an. Das heißt, wir schauen mal, was heute so ansteht. Denn ihr seht schon, wir haben hier vier Bretter am Start. Das ist geisteskrank. Als allererstes werden wir neue Beeren suchen für unseren kleinen Fuchs, der gerade noch eingesperrt ist. Als zweites werden wir neue Berufe für die Villager ranholen, weil ich brauche eigentlich für mein Projekt heute einen Atmunghelm. Also am besten Atmung 3. Dann als nächstes werden wir, wie gesagt, passend dazu neue Verzauberungen machen, habe ich eben schon gesagt. Und für was brauchen wir die Verzauberungen? Richtig, für unser Unterwasserhaus, was wir bauen werden. Also ihr seht ja schon die unnormal geisteskranke Unterwasserbasis hier, ja? Die kennen wir ja sicherlich alle. Aber, oh, Bro, oh, mein Herz, Digga, was war da? Es geht wieder los. Es geht wieder los hier, oder was? Von wo? Von wo diesmal, hä? Bro. Nicht mit mir, Junge, Digga. Auf jeden Fall will ich hier noch so eine Unterwasserkapsel bauen, mäßig. So ein quasi so ein richtiges Haus mit so Glas ringsrum, was quasi so unter Wasser ist. Ich weiß nicht ganz genau, wo ich es hinbaue. Ich glaube, hier wäre ganz nice, wenn wir es hier so hinbauen. Ich muss halt hier noch ein bisschen abtragen dafür. Aber ich will auch jetzt gar nicht zu viel spoilern, weil das ist auch jetzt gar nicht unser erster Step. Wir müssen hier erstmal noch genug andere Sachen machen, auf jeden Fall, für unser Unterwasserhaus. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an hier mit unseren Beeren. Das heißt, ich mache mich direkt schon mal auf den Weg. Und ein neuer Tag beginnt. Das bedeutet, wir machen uns jetzt hier auf unsere Reise nach neuen Bären. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist jetzt der langweiligste Part von allen. Deswegen gibt es jetzt einfach mal einen kurzen Cut für euch. Ich mache mich jetzt hier auf den Weg, sammeln eure Bären. Und dann sehen wir uns gleich wieder, ja? Und da bin ich wieder, meine Freunde. Ich habe jetzt einige neue Bären auf jeden Fall geholt. Und da schauen wir noch glatt direkt mal was. Ja! Sehr geil, wir haben einen Eisengolem. Es haben auch sehr viele in die Kommentare geschrieben, dass ich mir einen Eisengolem bauen sollte, der unsere Insel bewachen würde. Aber mir war klar, dass früher oder später automatisch hier einer spawnen wird, wegen unseren Dorfbewohnern. Aber warum? Hier fehlen zwei. Bro, warum fehlen hier schon wieder zwei Villager? Aber, Bro, was geht, Dicky? Wie geht's dir? Einfach jetzt unseren eigenen Eisengolem. Wie geht's dir, Bruder? Alles cool bei dir, du Riese. Okay, wir gucken erstmal, was unser kleiner Fuchsi macht. Bro, was hast du da schon wieder im Mund, Digga? Du bist groß geworden, ja, endlich. Jetzt füttern wir dich erstmal. Bitte lass dich jetzt sehen. Digga, bitte. Wenn du jetzt wieder alle meine Bären wegfrisst, ich raste aus, wirklich. Er hat Sitz gemacht, warte. Jetzt hat er Sitz gemacht. Bro, du sollst nicht Sitz machen. Hallo, ich will dich füttern. Junge, du sollst ihn nicht essen. Du sollst mein Freund werden. Komm schon, bitte. Jetzt machst du Sitz, aber du machst dich auf meinen Kommandositz. Du bist doof, Digga. Wirklich, ein Wolf wäre viel schöner, Digga. Ich lasse dich hier so lang drin verhungern, bis du irgendwann mein Freund bist, ja? Hast du mich verstanden? Ich dachte, du wärst mein Freund, Digga, aber nein. So einfach kann man sich täuschen in nein, 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 nein. Ey, das, nein, 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 ey, oh mein Gott! Er ist ausgerissen. Zwing mich nicht, dich umzubringen, ja? Wo läufst du denn jetzt hin, Digga? Nimm jetzt meine Beere. Ach, Digga, wir gehen scheiß auf dich, wirklich. Scheiß auf dich. Komm und fang mich doch, du dummes, dummes Eierloch. Du dummes, dummes Eierloch. Fang mich doch. Ha! Outplayed! Ha, was willst du jetzt? Ha, du Noob. Wenn ich jetzt aber runterkomme, auf Ehre, du haust mich nicht, okay? Auf korrekt. Ja? Okay. Ach, Digga, du bist so... Wirklich, Digga, schäm dich, Digga, wirklich. Bruder, du Bodenloser. Ich dachte, wir hatten einen Deal, Junge. Bro, du hast es so gewollt, es tut mir leid. Du wolltest es so. Du wolltest es so. Es tut mir sehr leid, aber du... Bro, es war deine eigene Entscheidung.
Bro, reicht doch jetzt, okay. Also, sie wurde jetzt mal ein bisschen aufgehalten, Leute, aber nichtsdestotrotz können wir das abhaken. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ganz kurz schlafen und dann holen wir mal neue Berufe für unsere Villager ran. So, ein neuer Tag beginnt, meine Damen und Herren. Das heißt, wir geben uns jetzt direkt mal zu unseren Villagern. Und was ich jetzt tatsächlich auch brauche, ist nochmal ein... Ich glaube, das brauchen wir. Ich glaube, ein Zauber... Bist du jetzt mein Freund? Was ein schämlich, Digga, wirklich. Wir brauchen jetzt so einen Zauberbibliothekartisch oder so brauchen wir, glaube ich, für, wenn wir Enchantments haben wollen, oder? Ich guck mal, ob ich noch ein Bücherregal habe. Wir haben hier auf jeden Fall noch zwei Bücher. Wie macht man eigentlich so einen Bibliothekartisch? Ich glaube, man braucht dazu irgendwie ein Bücherregal, glaube ich, ne? Das heißt, wir brauchen aber noch ein Buch. Haben wir überhaupt noch, Leder? Wir haben noch Leder, okay. Jetzt brauchen wir hier ein bisschen davon. Und jetzt müssen wir noch in... Ach, wir brauchen Papier, Digga. Tschüss, okay. Müssen wir noch ein paar Bücher machen. So. Okay, jetzt nehmen wir jetzt hier auch ein paar Bücher. Und jetzt brauchen wir ein Bücherregal. Genau, zack. Und jetzt überlege ich gerade ein wie macht man nochmal diesen Drecks-Bibo-Tisch? Wie ging das überhaupt nochmal? Ich weiß es gerade ehrlich nicht, Digga. Also, ich glaube, ich muss mal ganz kurz googeln, wie man diesen komischen Bibo-Tisch macht. Warum wird der mir nicht mal vorgeschlagen? Lesepult, das brauchen wir, genau. Jetzt machen wir uns auf den Weg, auf die Suche zu unseren Villagern. Denn wir brauchen jetzt einen guten Beruf. Ich setze euch den jetzt einfach mal hier hin, okay? Wir müssen es jetzt irgendwie so oft machen, Leute, bis wir irgendwann Atmung bekommen. Weil ich brauche Atmung halt, wisst ihr, wie ich meine? Jetzt neckt er sich irgendeinen anderen Beruf, Digga. Warum bist du so, Digga? Mann, das ist doch voll unkorrekt, Digga. Wir müssen irgendwie einen Villager einsperren. So, dann sperre ich euch halt jetzt hier ein. Ist mir jetzt auch egal, wirklich. Also Leute, ich glaube, es gibt jetzt mal eine kurze Timelapse. Keine Ahnung, wie oft ich das Ding jetzt hier noch abbauen werde, bis wir Atmung bekommen. Aber es könnte ein bisschen länger dauern. Das gibt jetzt eine kurze Timelapse. Bis gleich. Okay, wir haben jetzt hier gerade ein Enchantment und zwar Unendlichkeit und das für 6 Emeralds. Wir brauchen nur einen Pfeil im Inventar haben und können dann quasi dafür mit unendlich Pfeilen schießen. Und das sage ich so, wie es ist. Das ist eine sehr, sehr krasse Sache und das gerade für 6 Emeralds. Das müssen wir eigentlich machen. Das heißt, das nehme ich mal an. Bro, gehst du bitte jetzt hier hin? Ich habe hier ein Lesepult für dich, Digga. Hallo. Hallo. Jetzt geht der ernsthaft dahin, Digga. Nimm das. Wenn du zu den Fässern gehst, dann war's das mit... Warum mag mich niemand? Warum werde ich von allen gehasst? Okay, Leute, neue kurze Timelapse. Bin sehr gespannt, was wir bekommen werden oder ob wir endlich mal unsere Atmung jetzt bekommen werden. Bis gleich. Hier! Oh mein Gott! Was? Atmung 3? Ist Atmung 3 das Beste? Ich glaube, oder? Für 11 Emeralds ist doch ein Schnapper. Danke, nehme ich. Wollte ich, nehme ich. Und jetzt brauchen wir einfach hier nur unseren Helm nehmen. Müssen ganz kurz noch ein bisschen Lapis holen gehen. Ich baller jetzt hier einmal Atmung drauf. Zack, genau. Sehr, sehr geil. Das heißt, wir können jetzt eigentlich direkt in unserem Unterwasserhaus anfangen. Ich würde sagen, wir rüsten uns auch direkt schon mal ganz kurz aus für unser Haus jetzt. Das heißt, ich mache alle Sachen, die ich nicht brauche, erstmal hier in eine Truhe rein. So, einmal in die Federn. Und dann schlafen wir einmal und dann können wir auch gleich direkt anfangen mit unserem Unterwasserhaus. Ich bin sehr gehypt auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, tauchen wir einmal ab mit unserem Atmung 3 Helm. Und wie lange wir damit atmen können, Digga, das ist so wichtig, Digga. Oh mein Gott. Also ich glaube, wir bauen uns am besten, glaube ich, hier hin so, oder? Ich glaube, hier ist nice. Ja, ich glaube. Das heißt, ich tue mal ganz kurz hier noch ein bisschen die Erde eben machen. So, genau, zack. Das Ding ist, Wasserranifität ist auch so wichtig, weil dann kann man einfach unter Wasser nämlich so schneller die Blöcke abbauen. So, das ist auch richtig geil. So, jetzt lassen wir wieder hochtauchen, neue Luft holen. Genau. So, und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt mal an mit Bauen jetzt. Und zwar müssen wir hier einmal jetzt nach unten, ne? So, ich muss jetzt mal ganz kurz denken. Ich würde sagen, wir fangen mal hier drüben an, glaube ich. Was das ganze Gras jetzt erstmal hier ein bisschen weg. So. Jetzt baue ich hier noch ein bisschen mehr Platz auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, können wir jetzt auch anfangen. Das heißt, ich setze jetzt einmal hier ein Fass hin und da ein Fass hin, genau. So, und dann müssen wir jetzt einen Stamm hier hinsetzen, genau. Und dann wieder ein Fass, dann ein Fass hier hin. Und dasselbe machen wir auch hier drüben. Das heißt, wir setzen dann auch einmal hier einen Stamm hin und ein Fass hier hin, genau. Das heißt, wir setzen dann auch hier nochmal einen Stamm hin. Und dann auch hier nochmal ein Fass hin. Jetzt haben wir hier schon mal
wie so einen kleinen Grundriss. Dann müssen wir auch hier wieder drei Platz lassen. 1, 2, 3. Machen jetzt hier ein Fass hin und machen dann auch hier nochmal so ein entrinnetes Holz hin, genau. Das Ganze machen wir hier drüben, das heißt auch hier wieder drei Platz lassen. Dann hier ein Fass hin und dann hier auch nochmal so einen entrinneten Holzstamm. Dann auch hier wieder ein Fass hin und auch hier wieder ein Fass hin, genau. Jetzt seht ihr, haben wir hier schon mal so einen kleinen Grundriss mäßig. So, als nächstes machen wir jetzt hier auf jeden Block quasi nochmal so einen entrinneten Holzblock drauf. Auch auf die Fässer hier. Also egal auf welchen Block, einfach auf jeden hier quasi nochmal zwei solche entrinneten Holzblöcke drauf. So, das hätten wir. Jetzt seht ihr, haben wir hier schon mal so die Wände ungefähr ein bisschen so, ja, ich sag mal skizziert. So, jetzt nehmen wir unsere Falltüren und machen hier an jeden Holzstamm, wo quasi unten kein Fass ist, außen so Trapdoors ran. Das heißt, wir machen hier Trapdoors, hier nicht, weil hier sind Fässer. Hier wieder Trapdoors, zack. Zack. So, hier auch nicht, hier auch nicht. Hier wieder, zack, Trapdoor. Auch hier, zack. Auch hier eine Trapdoor, genau. Hier wieder keine. Dafür hier wieder eine Trapdoor. Und hier wieder eine Trapdoor. Genau, jetzt müssen wir das auch haben. Sehr gut. So, jetzt müssen wir uns einmal unser Glas nehmen. Und jetzt machen wir hier quasi in diesen Dreierwänden. Jetzt machen wir hier bei diesen Dreierwänden immer Glas dazwischen. Ich mache aber einfach, damit es schöner aussieht, hier einmal die Erde weg. Dafür hier Sand hin. Und jetzt kommt hier quasi einmal so eine Dreierscheibe hin. Genau. Dasselbe machen wir auch hier. Achtung, einfach hier eine Dreierscheibe hin. Genau. Hier auch eine Dreierscheibe. Zack, zack. Zack, zack, zack. So, hier mache ich nochmal ganz kurz die Erde weg und mache hier auch Sand hin auf jeden Fall. Und dann kommt auch hier eine Dreierscheibe hin. Genau, sehr gut. Und an den Ecken machen wir jetzt auch Glas hin, aber hier kommt jetzt quasi immer so Glas dazwischen, ne? Das heißt, ich mache jetzt hier Glas hin, da Glas, zack, zack, zack. Genau. Dasselbe machen wir jetzt einmal hier drüben. Das heißt, wir machen hier auch Glas hin. Und das Ganze machen wir auch auf der Seite nochmal. Das heißt, hier kommt auch Glas hin. Und dann einmal hier ebenfalls nochmal. Das heißt, wir machen hier wieder Sand hin. Und dann kommt auch hier wieder Glas hin. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal so quasi die Wände fertig. So, jetzt nehmen wir uns als nächstes unsere Treppen und machen hier überall so Treppen hin bei den Dreierfenstern. Und dann obendrauf immer so drei Trapdoors. So, das Ganze machen wir auch hier drüben. Das heißt, hier eine Treppe, da eine Treppe. Und dann auch hier drei Trapdoors, genau. Auch hier nochmal, zack, Treppe, Treppe und dann Trap, Trap, Trapdoor. Und das Ganze auch hier nochmal Treppe, Treppe und Trap, Trap, Trapdoor. Genau, dann hätten wir das auch schon mal. Sehr gut. So, jetzt müssen wir hier überall an den Treppen immer so einen entrinneten Stamm ran machen. Genau, sehr gut. Dann hier immer quasi so eine Treppe dazwischen. Also zwei zumindest. Dann immer jetzt so zwei Treppen dazwischen. Und in die Mitte so eine Slab. Das Ganze machen wir auch hier drüben. Das heißt, wir machen hier eine Treppe hin. Hier eine Treppe und hier eine Slab. Und das Ganze auch noch hier. Das heißt, eine Treppe und eine Slab. Und das Ganze noch ein letztes Mal auf der Seite. Das heißt, eine Treppe und eine Slab. Da müssen wir mal ganz kurz auftauchen. So. Und es wird auch schon wieder dunkel. Wir müssen gleich schlafen gehen, sehe ich. Jetzt machen wir mal schnell noch hier das Glas dazwischen. Denn jetzt muss nämlich hier überall nochmal so Glas hin. Zwischen, ja, diesen Holzbalken. Ich würde sagen, machen wir das mal. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz schnell zurück zur Basis und schlafen mal ganz kurz. Dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. Bis gleich. So, da bin ich wieder, meine Freunde. Und jetzt geht es hier auch direkt weiter mit unserem Unterwasserhaus. Sieht schon mal ultra cool aus auf jeden Fall bisher. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, jetzt müssen wir hier jedes Mal hier in diese Ecke einmal so einen Erdblock machen. Aber einfach, damit wir nämlich jetzt, ja, mit diesen Blöcken einfach jetzt hier keine Probleme haben und die quasi so auf Ecke setzen können. Mir fehlt jetzt genau ein so ein Block, komischerweise. Das ist nicht so gut. Das heißt, ich place es mal ganz kurz hier so ein, entrinde den einfach mal und baue den ab. Ich hätte noch aber auch einfach jetzt zur Not einfach gleich hier hinsetzen können und das so machen. Aber egal. Ich habe ihn verplant. Ich habe ihn verkackt. Der sollte eigentlich hier hin, genau. Jetzt können wir auch hier überall wieder diese temporären Blöcke abbauen. Genau, sehr gut. Das machen wir jetzt hier mal an jeder Seite wieder. Genau. So, hier auch. Und jetzt machen wir überall auf diese Ecken einmal so eine Bruchsteinmauer drauf. Genau so. Sehr gut. Genau, und darauf machen wir jetzt überall nochmal so für unseren Fichtenzaun drauf. Genau. Sehr gut. Dann hätten wir das auch. So, jetzt nehmen wir nochmal unsere Erde
und machen die immer einmal hier nochmal in die Ecke. Einfach temporär. Damit wir es jetzt einfacher haben mit den Stufen. Denn die Stufen müssen wir jetzt jeweils immer einmal hier so dazwischen setzen. Dann einmal hier rein und dann wieder außen. Einmal rein und wieder außen. Einmal rein und wieder außen. Ne? Und dann können wir auch die Erde schon wieder abbauen tatsächlich. So, jetzt machen wir nämlich hier in jede Ecke noch so eine Trapdoor. Sieht einfach geiler aus. Da haben wir einfach so einen kleinen, ja, so einen kleinen Kontrast drin. Sieht einfach ein bisschen schöner aus so als so normale Holzstufen. Das heißt, zack. Und so sieht das Ganze jetzt quasi von oben aus, Leute. Ich denke, das Häuschen nimmt auf jeden Fall langsam Form an. Sehr, sehr, sehr geil. So, jetzt machen wir das Ganze noch zu, indem wir hier einmal Glas nehmen. Einmal hier überall Glas außenrum machen, genau. So, jetzt nehmen wir uns hier unsere Treppen. Machen hier überall einmal so Treppen ringsrum. Und in die Mitte kommt eine Trapdoor. Genau, sehr, sehr, sehr geil. So, jetzt müssen wir aber noch das ganze Wasser daraus bekommen. Das wird jetzt ein bisschen mühselig. Das heißt, Leute, es gibt jetzt eine kurze Timelapse. Denn ich muss nämlich jetzt einmal den kompletten Raum hier quasi mit Blöcken befüllen und die dann wieder abbauen. Ich würde sagen, da gibt es jetzt mal eine kurze Timelapse auf jeden Fall. So, Leute, ich habe da jetzt Cut an der Stelle gemacht, weil ich war einfach so lost und habe einfach hier drin am Anfang alles mit diesem Fichtenholz zugebaut und habe da logischerweise beim Abbau nicht mehr gemerkt, ist das jetzt eine Wand von dem Haus oder ist das ein Block von hier? Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Ich habe dann für den Rest auf jeden Fall auch Erde genommen, weil das auf jeden Fall viel schlauer ist. Ja, jetzt sind wir hier drin. Ihr seht schon mal, es ist gerade dunkel, also wir müssen eigentlich am besten schlafen, aber dafür müssen wir erstmal nach draußen jetzt irgendwie kommen. Aber ihr seht, wir sind ja eigentlich schon mal fertig, eigentlich jetzt schon mal so mit dem Haus an sich. Wir müssen jetzt eigentlich nur hier rauskommen, das heißt, wir machen die Falltür mal auf. So, und dann schwimmen wir jetzt einmal da Richtung unserer Insel und gehen mal pennen. Und dann würde ich sagen, bringe ich gleich noch ein bisschen neues Holz mit, dass wir drin noch den Boden und so alles fertig machen können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Let's go. So, da bin ich wieder, meine Freunde. Und jetzt geht's hier wieder rein. Ich habe direkt noch ein paar andere Blöcke mitgebracht, dass wir direkt schon mal ein bisschen einrichten können. Und ich finde, an sich ist es schon mal ultra nice geworden hier auf jeden Fall. Aber wir müssen hier auf jeden Fall jetzt erstmal noch schnell einen neuen Boden reinmachen, weil bisher haben wir hier halt nur Erde. Das ist nicht so geil. Deswegen habe ich mir ein paar Steinziegel gemacht, dass wir auf jeden Fall Steinziegel reinmachen können. Das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich fülle mal ganz kurz hier die Erde noch schnell aus. Gibt es eine kurze Timelapse. So, sehr gut. Und jetzt machen wir hier überall diese Steinziegel einmal als Boden rein. Ich denke, das könnte ganz nice aussehen auf jeden Fall. So, dann muss ich eben noch schnell ein paar Laternen holen gehen, weil wir müssen ja natürlich auch noch ausleuchten, ne? Ja, und neue Steinziegel muss ich auch holen gehen. Perfekt, bis gleich. So, und da bin ich wieder. Jetzt machen wir hier eben genau schnell den Boden noch fertig, zack. So, machen überall unsere Steinziegel rein, sehr gut. Jetzt müssen wir noch ein bisschen ausleuchten, das heißt, wir machen jetzt hier überall in die Ecke oben noch so eine Laterne. Genau, sehr gut, dass wir auch ein bisschen Licht hier drin haben. Und ja, dann fangen wir auch an einzurichten, ne? Und ich sehe gerade hier, hier ist noch etwas, was hier tatsächlich nicht hin soll. Weil, tatsächlich muss das nämlich hier noch weg. Das ist nämlich noch vom Aushöhen tatsächlich, sehe ich gerade. Ist mir gerade so aufgefallen. So, genau. Da muss nämlich jetzt hier auch nochmal Steinziegel hin. Genau. Sehr gut. Und dann können wir jetzt auch anfangen, hier unser Bett zu platzieren. Ich würde sagen, das, machen wir einfach mal, wo machen wir das hin? Unser Bett am besten. Jetzt haben wir jetzt hier drei. Das hat ein bisschen asymmetrisch. Wir müssen wahrscheinlich Dreierbetten machen. Egal. Dann machen wir hier erstmal ein normales Bett hin und machen jetzt hier auf die Seite da drüben einfach auch noch eins. Da haben wir einfach quasi so zwei, haben wir halt zwei Betten hier drin, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Falls mir irgendwo noch ein Kollege kommt, hat auf jeden Fall auch ein bisschen was zum Schlafen, ist da ganz nice. Okay, dann muss hier auf jeden Fall natürlich auch so in unsere Base natürlich auch einen Ofen rein. Das heißt, ich mache hier jetzt einmal noch so einen, wie soll ich sagen, so einen Ofen rein, genau, zack. Dass wir auch ein bisschen was hier zum Grillen und zum Arbeiten haben, genau. Da habe ich auch noch extra ein paar Fässer mitgebracht, dass wir auch hier noch so ein paar Fässer mit hinstellen können. Und noch eine Werkbank zum Arbeiten natürlich, darf auch nicht fehlen. Dann haben wir jetzt hier noch ein paar Zäune. Den können wir vielleicht einfach so ein bisschen dekorieren. So, vielleicht einfach hier, genau, zack, zack, zack. Das können wir vielleicht machen, auf ganz entspannt. Und dann können wir auch einmal vielleicht eine Truhe eben schnell craften. Dann würde ich nämlich hier neben das Bett noch so eine Truhe hinstellen. Das heißt, ich mache jetzt einmal noch ein bisschen Holz. Und dann machen wir hier einmal zwei Truhen nämlich. Genau, sehr gut. Und dann stellen wir die einfach hier so neben das Bett. Und ja, sehr geil. Dann hätten wir es, Ladies and Gentlemen. Das ist unser kleines Unterwasserhaus. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also, ich
Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde, wir haben hier wieder mal was ultra nices auf die Beine gestellt. Also schreibt mir da gerne mal eure Meinung zu in die Kommentare. Und dieser Atmung 3-Helm, Digga, ohne den hätten wir das heute nicht mal annähernd geschafft. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz raus und schauen uns das Ganze mal jetzt nochmal von außen an. So. Boah, das sieht ja richtig geil aus, auch von, also jetzt auch so unter Wasser. Digga, das sieht so geil aus. Was haben wir hier gebaut, Leute? Holy moly. Ein richtig geiles Unterwasserhaus. Ich will in der nächsten Folge hier oben so ein 1x1-Haus hinbauen, dass man von außen so denkt, hä, da ist ein 1x1-Haus. Und dann kann man mit so einer Leiter quasi dann hier nach unten so. Das ist mein Plan für die nächste Folge. Ansonsten denke ich, haben wir das nice hinbekommen. Wenn euch das Haus gefällt, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Haut rein, bis dahin. Ich bin raus. Ciao.